Okay. Ich begrüße Sie zum GarageBand Einführungskurs. Wir finden zunächst das Programm, starten es, gehen auf meine Songs. Dann legen wir zunächst einen neuen Song an. Das geht mit dem Plus, neuer Song. Dann haben wir einen leeren Song, können dann die Instrumente auswählen, haben unterschiedliche zur Auswahl. Einmal ein Keyboard, das mit einer Tastatur spielt, Schlagzeug. Hier kann man eine Gitarre anschließen. Hier kann man singen oder Instrumente aufnehmen, zum Beispiel Flöte. Hier ein Sampler, kann man kleine Teile aufnehmen, über Tastatur abspielen. Das sind Smart-Instrumente, die spielen also von alleine. Wenn man da drauf geht, dann hilft einem das iPad beim Spielen dieser Instrumente. Ist auch ganz praktisch. Wenn man die nicht spielen kann, kriegt man ganz gute Ideen. Ja, und genau. Dann fangen wir vielleicht zunächst mal an, einen Beat zu erstellen, also einen Grundrhythmus mit dem Schlagzeug. Und dann nehmen wir jetzt mal die Smart Drums. Dann legt das hier so eine Art Pad an und auf der rechten Seite sieht man dann die einzelnen Instrumente des Schlagzeugs. Die kann man jetzt einfach hier reinziehen. Ja, und dann spielt das auch schon mal ab. Man kann auch dann das Snare hier dazu ziehen. Und dann hat man schon einen relativ simplen Rhythmus und dann noch die Hi-Hat. Ja. So, dann hat man hier noch die Möglichkeit laut, leise, einfach, komplex. Also wenn man die Hi-Hat jetzt nach unten zieht, dann wird die leiser. Hätte man nicht gedacht. Wenn man sie nach rechts zieht, wird sie komplizierter. Spielt da irgendwie mehr, ne? Schneller. Ja, da kann man das ein bisschen variieren. Dann kann man noch verschiedene andere Sachen dazu machen. Oder man kann auch auf den Würfel tippen und kann das zufällig anordnen lassen. Ja? So, jetzt sagen wir, okay, das gefällt uns. Dann müssen wir den Rhythmus in den Song aufnehmen. Ja, wir haben jetzt also zunächst mal den Rhythmus kreiert und jetzt gehen wir einfach auf den Aufnahmeknopf und dann nehmen wir mal 8 Takte auf. Okay, so, dann beenden wir und wenn wir jetzt auf die Spurübersicht gehen, das ist in der oberen Zeile diese, kann man mal sagen, Balken, da drauf tippst, dann wechseln wir in die Spurübersicht und haben dann unsere aufgenommene Spur. Die ist jetzt 8 Takte lang, ja, und dazu könnten wir jetzt weitere Instrumente dazu fügen, indem wir unten auf den Plus-Knopf drücken. Und dann sind wir wieder in der Übersicht. Und jetzt könnten wir zum Beispiel eine smarte Gitarre dazu machen. So, jetzt haben wir hier unsere Saiten. Und wir haben auch einzelne Akkorde schon vorgegeben. E-Moll, A-Moll, D-Moll und so weiter. G-Dur, C-Dur. Wir können jetzt die Tonalität umstellen. Wenn wir sagen, na, ich will aber andere Akkorde, andere Tonart, dann gehen wir auf diese Werkzeugschlüssel. Dann kann man die Akkorde bearbeiten. Auch in der 5-Minuten-Pause. Und man kann auch die Tonart komplett umstellen. Also jetzt gehen wir mal zum Beispiel nach G-Dur. Oder vielleicht nach G-Moll. So, dann ändern sich die Akkorde. So, jetzt können wir unseren Beat abspielen. Ja. Wir können ganz einfach die Akkorde dazu spielen, indem wir die zupfen. Oder wir können auch auf Autoplay gehen. Dann sind die Saiten weg. Und er spielt die Akkorde von alleine, wenn ich sie berühre. Dann muss ich also nur die Akkorde im richtigen Wechsel zu den Takten spielen. Das probieren wir mal aus. Wir haben gesagt, unser Lied ist in G-Moll. Ja, fangen wir auch mit G-Moll an. So, und jetzt haben wir, wenn wir auf die Spurübersicht gehen, eine Gitarrenspur und eine Schlagzeugspur.
Dann können wir noch ein Instrument dazu machen. Also jetzt zum Beispiel ein Bass. Ja, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, Autoplay anzustellen. Ja, und können dann auch wieder die passenden Töne dazu machen. Okay, jetzt hätten wir schon 3 Spuren im Angebot. So, und jetzt könnten wir dazu was, zum Beispiel was singen, wenn wir wollen. Dann würden wir das Mikrofon nehmen. Ja, wo ist es? So, dann haben wir direkt hier die Anzeige. Also wenn man jetzt ins iPad singt, dann nimmt es auf. Ja? Oder auch andere Instrumente können wir dann auswählen. Ja, das wäre ja zunächst mal so eine Herangehensweise, wie man so Grundspuren anlegt. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen noch einen zweiten Teil, dann geht man oben rechts auf das Plus und dann kann man weitere Abschnitte hinzufügen. Also jetzt kann man den A-Teil zunächst mal duplizieren, dann hätte man den zweimal und dann könnte man auch noch einen neuen leeren Teil hinzufügen. Ja, dann würde das so aussehen. Also man hätte jetzt den A-Teil zweimal, ja, und dann einen neuen leeren Teil. Und dann könnte man auch später den A-Teil nochmal duplizieren und könnte den dann da hinten einfügen. Jetzt hätte man also A-Teil, A-Teil, neuer Teil, A-Teil. Ja, so kann man ganz gut den Song arrangieren, wenn man jetzt Strophe machen will, Refrain, Strophe, 2 Refrains und so weiter. Ja, kann man das da abbilden. Genau. Okay, jetzt sagen wir, unser Hit ist fertig. Dann gehen wir wieder auf meine Songs. Und dann auf Bearbeiten. Also jetzt könnten wir zunächst mal unseren Song benennen. Wir würden den jetzt dann antippen und dann sagen, mein Superhit. Okay. Ah, das wird schon benutzt. Das benutze ich immer. Mein Superhit 2. Okay. Oh, und dann gehen wir auf Bearbeiten und tippen den an. Und dann links auf den Pfeil und dann können wir ihn teilen. Ja, also wir können ihn auf die Pinnwände posten, wir können ihn auf YouTube hochladen, wir können ihn auf Soundcloud hochladen oder wir können ihn nach iMovie schicken und als Hintergrundmusik für unseren super Film benutzen. Oder wir können ihn per E-Mail verschicken, als Klingelton nutzen an iTunes. Ja, damit wäre dann das Projekt auch für andere zugänglich. Okay.